Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich das tolle Vergnügen, euch mein 200. Video zu präsentieren. Ja, 200 Videos und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr ja bis jetzt dabei seid und ich hoffe auch, dass ihr in Zukunft dabei bleiben werdet. In meinem 200. Video möchte ich mit euch natürlich dann was Besonderes basteln. Und ich habe mir was ausgedacht und ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Und zwar werde ich mit euch heute ein Klappalbum basteln für 60 Fotos im 9x13 Format. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und seid genauso gespannt wie ich da drauf. Und ja, alles, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Und ich schreibe es zusätzlich auch noch mal unten in die Infobox. Also da steht auch alles noch mal genau beschrieben, was ihr an Materialien benötigt. Und ja, ansonsten die Anleitung zeige ich euch ja jetzt hier im Video und da könnt ihr euch Schritt für Schritt daran halten und ja, vielleicht bastelt ihr ja mit. Einfach und wenn ihr das macht, wenn ihr wo nicht Bescheid wisst oder weiter wisst, dann drückt ihr einfach Pause. Ja, oder spult nochmal zurück und guckt euch einfach das nochmal an. Ich versuche es euch wie immer ganz plausibel zu erklären und ja, also ich verspreche euch, das ist ein ganz, ganz tolles Album, was ihr wirklich super hinbekommen werdet. Ja, also ich werde jetzt nichts groß an Verzierung oder die Innengestaltung machen. Ich werde wirklich euch nur zeigen, wie man das Album herstellt. Aber wenn ihr jetzt einen bestimmten Anlass habt, zur Geburt, zur Taufe, zur Hochzeit, zu Geburtstagen, egal was, ihr könnt das natürlich dann so gestalten, wie ihr das möchtet. Ich habe jetzt euch hier das schon mal vorbereitet in den ganzen Materialien, die wir jetzt brauchen. Ihr benötigt zwei Pappen in den Maßen 24 mal 15 cm und ihr benötigt eine Pappe mit den Maßen 24 mal 4 cm. Dann braucht ihr Designerpapier. Da seid ihr wieder völlig frei. Nehmt das, was zu eurem Anlass passt, zu dem ihr das passend basteln wollt. Ja, ich habe jetzt hier die von Kreativdepot. Das ist so ein ganz wunderschönes Designpapier in so Aquarelloptik. Wunder, wunderschön. Das werde ich benutzen. Das hat die Maße 30,5 mal 22,5 cm. Dann benötigt ihr für die Innenauskleidung zwei Farbkartone, auch in der Farbe eurer Wahl. Und da habe ich die Maße genommen 23,5 mal 14,5 cm. DSP hatte ich eben gesagt, ne? 30,5 mal 22,5, genau. Und dann braucht ihr solche Teile, was dann unsere Klappelemente werden. Und die braucht ihr, aufgepasst, 30 Mal braucht ihr die. 30 Stück. Und ich habe euch das mal ausgerechnet. Ihr benötigt dazu 8 Bögen A4 Farbkarton. Und da könnt ihr diese Teile euch von ausschneiden. Ja, es ist viel, aber ich finde, für so ein Projekt ist es einfach toll, weil ne, es wird ein super schönes Ergebnis werden. Und wenn ihr mal sowas verschenken möchtet, ich glaube, selbstgemachtes in der Art, da werden alle ganz doll staunen. Ja, die haben jetzt die Maße 13,5 mal 10,5 cm. Und die müssen dann alle noch gefalzt werden. Aber da kommen wir nachher dann zu. Ja, das war es jetzt erstmal an Grundmaterialien. Wir beginnen jetzt mit dem Zusammenkleben. Dazu nehmt ihr euch eure Designpapiere und eure zwei großen Pappen. Und die Pappen werden jetzt beklebt. Ich nehme dann hier von Kräftelier, habe ich hier diese großen Rollen, wo das alles ein bisschen schneller geht. Ihr könntet das aber auch mit Flüssigkleber machen. Ich finde aber, wenn man die Möglichkeit hat, mit solchen Rollen zu arbeiten, nutzt die auch. Umso schneller geht das alles. Also ich finde, es geht immer richtig, richtig flott von der Hand. Und ja, ich liebe das Arbeiten damit. Das macht ihr euch jetzt quasi da drauf. Die Klebebänder.
So. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch hier so ein Pikswerkzeug oder einen Fingernagel und zieht euch hier diese Schutzfolien ab. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch eure Designerpapiere, dreht das auf die Negativseite und da klebt ihr jetzt eure Pappe auf. So, das wäre jetzt das erste. Dann stellt euch das zur Seite und klebt das zweite Teil hier auf das zweite Designpapier. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch so ein Eckentool zur Hand nehmen. Dann geht das mit dem Schneiden besser. Ihr könntet aber auch das mit der Schere hier einmal schneiden. Da müsst ihr halt nur darauf achten, dass ihr hier an der Ecke ein bisschen Platz lasst, ne? Damit, wenn wir das dann umschlagen, die Pappecke nicht rausguckt. Ich nehme mal gerne hier so ein Tool. Dann schneide ich das hier ab. Ups. Bisschen mehr Kraft. So, und da seht ihr, so viel Platz sollte übrig bleiben, ne? Das ist ganz wichtig. Das machen wir jetzt auf allen vier Seiten. Auch an dem anderen Teil hier macht ihr euch das auch auf allen vier Seiten einmal ab. So. Das kann im Müll. So, wenn ihr das habt, könnt ihr euch das Papier schon mal hier an der Kante entlang schön falzen. Einmal umbiegen quasi, ne? Gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit, denn Papier braucht Zeit, sich zu dehnen, damit es nicht irgendwann einreißt oder in dem Moment, wo ihr das dann umknickt. So, das machen wir jetzt auch auf dem anderen Teil. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch wieder doppelseitiges Klebeband und setzt euch jetzt hier jeweils einmal unten am Rand den hin. Oben. Wenn ihr das fertig habt, legt das an die Seite und nehmt dann auch gleich das andere Teil zur Hand und macht dasselbe genauso da auch.
Auch das könntet ihr jetzt wieder mit Flüssigkleber machen. Ich mache es immer gerne mit dem doppelseitigen Klebeband, weil es einfach praktisch ist. Ich mag es, wenn es praktisch ist. Und es schmiert nichts raus. Das ist auch immer schön. Nachher arbeite ich auch nur mit Flüssigkleber. So. Sagt doch mal, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr jemals schon mal ein Album gebastelt habt. Und ob ihr da Freude dran habt. Und ob ich euch vielleicht animieren könnte, es mal auszuprobieren. Ne? So, wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr euch schon mal hier links und rechts die Folien wegmachen. Denn jetzt kommen wir zum Kleben. Jetzt braucht ihr wieder nur das einmal so umknicken hier, was ihr vorhin auch gemacht habt. Setzt das hier in der Mitte einmal an, geht mit dem Falzbein so drüber und schon habt ihr die erste Seite umgeschlagen und angeklebt. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Umschlagen und festdrücken. Toll, ne? Geht doch super. Jetzt machen wir hier dasselbe auf den anderen Seiten auch. Bevor ihr das aber umschlagt, werdet ihr euch bitte wieder die Ecken ein bisschen zurechtbiegen müssen, weil ich habe immer das Problem, wenn man das nicht macht, dann hat man da so komische Ecken und das sieht voll blöd aus. Also entweder mit dem Fingernagel hier so reingehen und das so reinschlagen oder mit dem Falzbein. So, das macht ihr auf allen vier Seiten. Passt auf, je dünn oder dick das Papier ist, müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein, dass euch das nicht einreißt. So, wenn ihr das jetzt hier umschlagt, könnt ihr nochmal nachgehen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich drücke das hier mal richtig schön rein. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann drückt ihr das erst rum. Und so entstehen hier richtig schöne Ecken. Seht ihr das? Schöne eingepackte Ecken. Also müsst ihr euch wirklich daran halten, wenn ihr da das Papier zurechtschneidet, das Designerpapier, dass ihr da den Platz lasst. Ansonsten habt ihr jetzt, wenn ihr das hier umschlagen würdet und ihr den Platz nicht lasst, dann guckt euch hier dieses Pappzeug raus. Das wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja eine schöne, saubere Arbeit haben. Dasselbe machen wir jetzt hier auch. Geht da mit dem Falzbein einmal rein. Oder mit dem Fingernagel. Da müsst ihr euch mal ausprobieren, was euch besser klappt. So, umschlagen. Und auch hier habt ihr schöne Ecken. Gut, das kann schon mal zur Seite. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen, mit dem anderen Cover. Einmal die Folien ab. Das könnt ihr dann auch schon mal umklappen und ankleben. Wieder mit dem Falzbein nachgehen. Dann die andere Seite. Ratzefatz habt ihr das so schön verkleidet. Ich finde es immer wieder toll. Ich mache das so gerne. Hier wieder die Ecken reinschlagen. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Und umschlagen. So,
Und schon habt ihr zwei wunderschöne Cover. Ich drehe sie mal um. So sehen sie jetzt aus. Toll, ne? Ja, das nächste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen das ja irgendwie ein bisschen zusammen machen, damit dann auch ein Album entsteht. Also nehmt ihr euch jetzt diesen Teil an Pappe, den ihr euch auch zurechtgeschnitten habt. Das kann weg. So. Dann legt ihr euch das so hin, dass wenn ihr das dann öffnet, dass das richtig rum ist. Also da müsst ihr dann drauf achten. Na? Dann nehmt ihr euch so ein, ja, wie nennt man das? Das ist so ein Gewebe. Ne? Das ist dann quasi euer, nennt man das Buchrücken? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Da muss das auf jeden Fall jetzt draufgeklebt werden. Schneidet euch das einfach mal zurecht. Das ist, wenn das jetzt hier drauf liegt, hier so viel Platz ist. Hoppala. Und unten auch. Na, dass immer so ein bisschen Platz noch da ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann zieht ihr euch hin. Da ist eine Schutzfolie dran. Die zieht ihr euch dann mal ab. So. Dann legt ihr euch das mit der klebrigen Seite nach oben zeigend. Einmal hier hin. So. Und dann nehmt ihr euch diesen schmalen Teil und legt den euch hier mittig einmal drauf. Ich klebe. Wartet. Also nochmal das Ganze mittig aufkleben. Zack. So, und wenn ihr das habt, guckt dann nochmal zur Sicherheit, dass die richtig rumliegen. Dann habe ich hier so ein Tool, so ein T-Tool, den lege ich mir hier drauf und dann kann ich das genau hier anlegen. Dasselbe machen wir hier. Und dann haben wir hier genau das Maß, wo es dran liegen soll. Die genau den gleichen Abstand oder die gleichen Abstände. So, gucke nochmal, ob es alles richtig ist. Noch kann man es ändern. Und jetzt nehmt ihr euch diese Teile, die oben und unten drüber gucken, und klebt ihr euch hier einmal drauf. Da ruhig auch nochmal mit dem Falzbein schön andrücken. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch wieder von diesem Kleber. Legt euch das hier oben an. Seht ihr das? Und dann guckt ihr, wo ihr hier unten schneiden müsst. Bei mir ist es in dem Fall hier. Dann schneide ich mir so mal leicht ein. Und schneide mir das so gut es geht gerade ab. Das kann weg. Die Teile habe ich übrigens bei Amazon gekauft. Ne? Da schreibe ich auch nochmal unten in die Infobox, weil viele immer wissen wollen, wo ich bestimmte Sachen her habe. Schreibe ich alles nochmal unten in die Infobox, wo ich das her habe. Und wie das heißt. So, und dann klebt ihr das hier oben dran und bis hier unten. So, auch das wieder schön andrücken. Jetzt geht er hier mal schön rein, zieht euch das hier nach und jetzt habt ihr im Prinzip schon euer Albumcover fertig. So, wie heißt das jetzt? Buchrücken, stimmt's? Ne? Und auch hier könntet ihr jetzt ein Stück, zeige euch das mal, da so draufkleben, könnt dann drauf beschriften. Ich mache es jetzt nicht,
weil ich noch nicht weiß, für welchen Anlass ich dieses Album verwenden werde. Aber ihr könntet jetzt rein theoretisch so einen Streifen hier draufkleben, beschriftet das und wenn das dann im Bücherregal steht oder wo auch immer, könntet ihr genau sehen, ach, Urlaub 2021 zu Hause wegen Corona oder wie auch immer. Oder Geburt oder, ja, ihr wisst schon, ne? Gut, jetzt haben wir das schon mal fertig. Jetzt braucht ihr eure zwei vorbereiteten Innenteile. Die werden jetzt einmal hier und einmal hier reingeklebt, um das einen schönen, sauberen Abschluss zu bekommen. Und das mache ich jetzt mit dem Flüssigkleber. Da achte ich immer darauf, dass ich nicht zu viel da drauf klebe, also nicht zu dick, damit mir das nicht so durchdrückt. Das ist aber eine Geschmackssache, weil ich mag es nicht, wenn man das so durchscheinen sieht, den Kleber. Deswegen, ihr wirklich, ihr braucht das nur ganz, ganz dünn auftragen. Wenn ihr das habt, dreht ihr es vorsichtig um und klebt das hier einmal auf die Innenseite eures Albums. So, dann nehme ich mir zur Hilfe diese Walze, die kennt ihr ja schon von mir, und befestige das richtig schön, verteile so mit den Kleber, damit das auch bombenfest hält und schön aussieht. So, das machen wir jetzt mit der anderen Seite auch natürlich. Ganze wieder umdrehen und aufkleben. Achtet jetzt hierbei bitte darauf, dass ihr die gleichen Abstände hier oben und unten habt. Umso schöner wirkt es. So, und auch hier gehe ich jetzt mit meiner Walze wieder drüber und drücke mir das richtig schön drauf. So, und schon habt ihr eure Innenseiten schön verkleidet. Ging doch schnell, oder? So, ihr Lieben, jetzt machen wir uns an den Innenteil. Ich hatte ja gesagt, ihr benötigt diese Teile 30 Mal an der Zahl. Und die müssen gefalzt werden. Und zwar an der kurzen Seite. Da legt ihr euch das an bei einem Zentimeter. Und da falzt ihr jetzt einmal hier oben eine Klebekante. So. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das auch schon einmal umknicken und umfalzen mit dem Falzbein. Und wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch das, legt es so vor euch, dass das Gefaltete nach unten zeigt. Und da macht ihr jetzt auch wieder Klebestreifen drauf. Zeige euch das jetzt an dem Zweien. Die anderen habe ich schon fertig geklebt, damit es nicht ganz so lange dauert jetzt im Video. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Teile nehmen. Und entweder so lassen oder ihr könnt die Ecken abrunden. Ich finde, das macht immer ein wunderschönes Bild in so einem Album, wenn man die Kanten abrundet. Und das macht ihr ganz einfach hier mit so einem Eckenabrunder. Habt ihr den nicht, könnt ihr auch, wenn ihr das habt, dieses Envelope Punchboard nehmen. Da ist auch hier dieser Eckenabrunder drin. Ne? Ansonsten nehmt einen Eckenabrunder eurer Wahl. Dann legt ihr das hier rein und stanzt euch hier unten die Ecken einmal rund und guckt mal, wie schön das aussieht. Viel gefälliger, oder? Aber wie gesagt, ihr könnt das lassen, wie ihr das für schön empfindet. Ich habe schon Alben gemacht, wo ich es gerade gelassen habe, zeige ich euch auch nachher. Und auch Alben, wo man das rund hat. Gut, das mache ich jetzt hier auch noch.
Und dann mache ich das auch noch mit den anderen Teilen und dann bin ich gleich wieder da. So, ihr Lieben, ich habe jetzt schon mal alle gefaltet, beklebt und die Ecken abgerundet. Und jetzt kommen wir auch schon zum Bekleben unseres Albums. Ihr öffnet das Ganze. Dann nehmt ihr euch immer ein Teil, was ihr eben vorbereitet habt, faltet das hier Ganze nochmal nach. Dann nehmt ihr euch einen Fingernagel, zieht euch die Schutzfolie ab und dann klebt ihr euch das hier in der Mitte an den obersten Rand, den ersten. Das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das muss jetzt wirklich schön gerade werden. Dann geht ihr mit dem Falzbein einmal hier lang, drückt das schön an und auch nochmal hier lang. Und habt ihr eure erste Klappe von eurem Album. Dann macht ihr das nach oben, nehmt das nächste Teil, zieht die Folie ab und dann setzt ihr das ganz passgenau an eure Kante und drückt das fest. Nun habt ihr schon das zweite dran. Dann nehmt ihr das dritte und das vierte und das fünfte und so weiter. Und das macht ihr jetzt, bis die Seite unten angekommen ist mit den Klappteilen. So, seht ihr das? Ich mache das jetzt mal eben die Seite fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ich euch noch sagen wollte, ich habe mal eben aufgehört. Ihr könnt, bevor ihr das aufklebt, die Seiten natürlich auch noch individuell gestalten. Zum Beispiel, wenn ihr ein Babyalbum macht, da gibt es so wunderschöne Stempel. Da fallen mir gerade die Stempel von unserer kleinen Bastelstube zum Beispiel ein. Die haben ein ganz tolles Set. Und zwar dieses hier. Mit Buchstaben, mit den Monaten. Hurra, ein Junge. Das Gewicht. Die Uhrzeit, wann es geboren ist, das Gewicht, die Größe des Kindes, ja, Uhrzeit, Uhr, Zentimeter, Gramm, ganz süße, na, Stempelabdrücke, die ihr noch da einbringen könnt. Ist nur ein Beispiel. Es gibt noch, ach, es gibt von Stampin' Up! Gibt's wunderschöne Stempel. Es gibt von Scharf Production ganz wunderschöne Stempel, die ihr da wirklich ganz, ganz toll mit einarbeiten könnt auf die jeweiligen Seiten. Ich spare mir das Ganze heute, weil da sind die Geschmäcker auch wieder ganz unterschiedlich und ich möchte einfach euch nur die Grundidee zeigen und ich wünsche mir einfach, dass ihr das umsetzt und die Innenseiten und Außenseiten so gestaltet, wie ihr das möchtet. Ne? Also seid da völlig frei, probiert euch aus. Ja, das wollte ich nur schnell einwerfen und jetzt mache ich erstmal weiter. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin jetzt einmal hier unten angekommen, habe 15 Mal das hier aufgeklebt. Lasst euch dafür wirklich Zeit, damit das hier auch wirklich schön gerade nach unten wird. Was ich dann immer mache, ich gehe mir dann nochmal mein Falzbein und drücke da von oben nochmal richtig schön dran, damit das ein bisschen anliegender ist. So, dann kann man es auch besser auf und zu dann machen. Jetzt widmen wir uns der zweiten Seite. Und da macht ihr im Prinzip genau das Gleiche. Zieht euch eure Folien ab. Ich komme jetzt wieder mit meinem Kopf, damit ich das auch wirklich gerade aufklebe. Hier orientiert ihr euch wieder an der oberen Kante. Und vom Abstand orientiert ihr euch hier an diesem Maß hier, ne, dass ihr den gleichen Abstand dann hier auch habt. So, einmal aufkleben, festdrücken, hochklappen und dann könnt ihr schon das nächste aufkleben. Ich mache das jetzt wieder, bis ich einmal unten bin und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, das habe ich nun auch geschafft. Einmal schön angeklebt hier. Jetzt haben wir unsere Klappseiten. Eben hatte ich ja schon mal gesagt, dass wenn ihr das gestalten wollt mit irgendwelchen Stempeln, macht das vorher, bevor ihr das einklebt, ne? Ihr müsst das nicht gestalten. Ihr könnt das gestalten. Dann passen natürlich, wenn ihr jetzt irgendwas draufklebt,
Wenn ihr dann 9x13 Bild reinklebt, das ist natürlich dann überdeckt, das ist Quatsch. Aber ihr könnt die Bilder ja zurechtschneiden auf die Größe, wie ihr es haben wollt. Sprich, wenn jetzt hier steht der Name, dann Geburt, Gewicht, Größe, wie auch immer, dann könnt ihr hinten auch ein kleines Bild von dem Baby reinkleben, zum Beispiel, ne? Ja, nur das nochmal nebenbei gesagt. Jetzt haben wir jeweils 15 dieser Klappkarten aufgeklebt. Sprich, ihr habt jetzt Platz für 60 Fotos. Also immer Vorder- und Rückseite könnt ihr bekleben. Ne? Und ja, das wäre jetzt der Innenteil. Den hätten wir jetzt fertig. Jetzt könnt ihr das zuklappen und ihr seht, es ist wunderbar. Sieht toll aus. Das Ganze möchte ich jetzt noch ein bisschen verschönern und zwar mit solchen Buchecken. Wie man das macht, zeige ich euch natürlich auch sehr gerne. Ihr macht die, ihr guckt, welche ist die schöne Seite, die nach außen soll. Die macht ihr einmal hier dran. Dann nehmt ihr euch einen Hammer. Achtung, jetzt wird es laut. Und schlagt euch hier die Ecken an euer Album. Ne? Und die halten wirklich bombenfest. Und das Schöne ist, ihr habt da jetzt einen tollen Eckschutz. Ne? Wenn ihr es mal irgendwo dran schlagt, ne? Dass das nicht abbricht. Widerspricht sich natürlich jetzt wieder mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn ihr schöne Ecken haben wollt, das so und so abschneidet, ist klar. Aber nicht alle haben diese Ecken da oder nicht alle wollen diese Ecken dran haben. Deswegen finde ich es schöner, wie ich es euch vorhin erklärt habe, dass ihr eben dann einen schöneren Abschluss habt, wenn ihr es so macht, wie ich es euch erklärt hatte. In diesem Fall, ne, zeige ich euch natürlich jetzt so, dass man das auch so ausgestalten kann mit solchen Buchecken. Das machen wir jetzt an allen vier Seiten. Einfach so hinlegen, festhalten und mit dem Hammer festklopfen. Und schon habt ihr da einen schönen Abschluss. Ich finde es immer wieder schön. Und das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Soll ja auf allen vier Ecken schön sein, gell? Hoppala, kommt mir alles geflogen hier. Wieder festhalten. Und bitte nicht auf den Finger hauen, gell? Das könnte unter Umständen wehtun. So, und jetzt haben wir hier das schön dran. Dann möchte ich aber gerne, dass das nicht so aufsteht. Wenn in Fotos drin sind, wird es natürlich nochmal ein bisschen breiter werden. Das heißt, ich möchte einen Verschluss haben. Und dann nehmt ihr euch von dem Designpapier die Reste, die ihr dann abgeschnitten hattet. Also nichts wird weggeschmissen. Und dann nehmt ihr euch noch ein passendes Stück Farbkarton eurer Wahl, was vielleicht dann auch passend zu dem Innenteil ist. Ich in meinem Fall habe dann Flüsterweiß genommen, beziehungsweise das heißt ja nicht mehr Flüsterweiß, heißt ja jetzt Grundweiß bei Stampin' Up. Und da habe ich mir hier solche Kreise zurechtgeschnitten. Ihr seht, zweimal im Flüsterweiß, nein, Quatsch, ach, ich muss mich das dran gewöhnen, in Grundweiß. Und da habe ich den großen. Die große Handkreisstanze genommen, die ist 1,5 Zoll oder Inch. Und für die kleinen, die habe ich hier aus dem Rest von dem Designpapier zurechtgeschnitten, die hat 1,75 Inch. Und die klebt ihr jetzt hier auf euer Farbkarton auf. Das macht ihr mit dem Flüssigkleber. Da bitte drauf achten, dass ihr wirklich nur ganz wenig nehmt und so gut wie gar nicht am äußeren Rand. Weil, wenn ihr das aufklebt und dann mit einem Falzbein oder mit so einer Rolle drüber geht, kann es passieren, dass euch das dann da rausquetscht. Deswegen bitte nur im Innenkreis so ein bisschen. Na, wenn ihr das jetzt hier verstreicht, verstreicht sich der Kleber auch nach außen. Na? Und so habt ihr wirklich dann die Sicherheit, dass euch hier nichts rausquillt und dann eventuell, wenn ihr das anfasst, dass es dann klebt. Das machen wir jetzt auch mit der. Ach, jetzt habe ich was falsch gemacht. Gut, macht nichts. Ich überlege kurz. Nee, stimmt doch gar nicht. Ist alles gut. Ich habe nichts falsch gemacht. War ein Denkfehler. Ach, manchmal ist es so, gell?
Ich bin ja aber auch heute auch ganz schön extrem aufgeregt, weil es ist mein 200. Video. Und ich habe ja gesagt, ich mache heute was ganz Besonderes mit euch. Jetzt kurz schwitz, schwitz. Okay, jetzt habt ihr die Teile fertig. Jetzt müsst ihr im Prinzip gucken, welches passt wohin. Welches wollt ihr vorne, welches wollt ihr hinten hin haben. Das ist immer noch mal so ein Moment, wo ich mir sage, ist immer schwierig, aber ich glaube, ich nehme das vorne und das machen wir dann hinten hin. Sprich, wenn ich das jetzt hier hinten haben möchte, lege ich mir das genau so hin, wie es sein soll. Dann nehmt ihr euch so ein, ja, so einen etwas festeren Garn und haltet das hier so drunter. Ne? Und wenn ihr das gemacht habt, dann haltet ihr das bitte so fest und dreht das zack so um. Dann wisst ihr genau, wie es richtig rum dann ist. Und so soll das ja dann hier dran. Dann nehmt ihr euch wieder doppelseitiges Klebeband und klebt euch das hier da so drüber. Einfach zum Befestigen, ne? Dass das wirklich schön bombenfest da dran hält. Drückt das hier richtig schön da an. Ne? Geht da mit dem Fingernagel mal so ein bisschen dran. So. Dann zieht ihr euch die Schutzfolie ab und dann nehmt ihr euch Dimensionals. Da klebt ihr jetzt auch auf den Faden die so drauf, aber schön so im äußeren, als im äußeren Kreis. Ich mache es einfach, ihr guckt zu. Und dann innen drinne macht euch auch noch einen rein. So, jetzt habt ihr wirklich den Faden hier schön fest da dran. So soll das jetzt aussehen. Und dann nehmt ihr euch den anderen Teil und dann macht ihr euch auch so einen Kreis, aber da klebt ihr jetzt keinen Faden dran, ne? Ganz wichtig. Macht euch wieder so einen. Und dann in die Mitte noch einen rein. So. Und wenn ihr das habt, könnt ihr das nehmen. Das ist jetzt die Rückseite hier. Das ist klar. Und das muss auf die Rückseite. Da, wo ihr das Bändchen dran gemacht habt, das kommt hier auf die Rückseite. Dreht es um und zieht euch die Schutzfolien hier ab. Dann könnt ihr das auch schon einmal hier mittig aufkleben. Das Fädchen muss in die Richtung zeigen, wo es dann auch öffnet. Dann dreht ihr euch das Ganze um. Und jetzt könnt ihr euch hier auch die Folien abziehen. Jetzt klebt ihr euch das quasi parallel zu dem hinteren Teil einmal hier mittig auf. Na, ihr seht ja hier, wo euer Bändchen ist. Da ist ungefähr dann auch hier die Mitte. Und da klebt ihr euch jetzt das einfach dran. So. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt nehmt ihr euch hier das Bändchen, wickelt das einmal hier rum, dann hinten rum und dann wieder vorne rum. Und dann könnt ihr euch das Fädchen abschneiden. Und schon habt ihr euch einen wunderbaren Verschluss gezaubert. Guckt mal, ist das nicht toll? Und wenn ihr es öffnen wollt, macht ihr einfach umgedreht. Und dann könnt ihr das öffnen. Könnt ihr die Bilder angucken oder die Beschenkten können sich die Bilder angucken und das Ganze genießen. Dann, wenn ihr fertig seid, macht das wieder zu. Und jetzt habt ihr genau die Länge, wie ihr braucht. Von unten. Zack. Und schon ist euer Album fertig. Na, was sagt ihr? Ich hoffe, ich konnte euch genauso begeistern, wie ich es ja toll finde. Ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Varianten von Designpapieren.
Ich hatte euch ja eben gesagt, das mit den abgerundeten Ecken. Und jetzt zeige ich euch mein Album mit, wo ich es gerade gelassen habe. Zwar ist das dieses Design. Da habe ich ein Design genommen von einem neuen Designerpapier von Stampin' Up. Auch sehr, sehr schön. Guckt mal. Ist ein richtig schönes, ja, ich sag immer gespachtelt, aquarelliertes Bild. Aquarelliert eigentlich gar nicht so. Es ist ein gespachteltes Bild. Und das wurde abfotografiert und als Designpapier entworfen. Also wirklich, wirklich schön. Hier habe ich einen roten Einband genommen oder Buchrücken. Ja, und dann könnt ihr das so aufmachen, wie eben auch gezeigt. Ja, und hier habe ich das jetzt eben so gemacht, dass es noch gerade ist. Aber wie gesagt, das entscheidet, wie ihr es für richtig haltet, für euch am besten empfindet. Ne? Das wäre das zweite. Ich habe natürlich noch eins. Auch von einem ganz tollen neuen Designpapier. Und zwar dieses hier, auch von Stampin' Up. Wer es fruchtiger mag, ne, da kann man zum Beispiel dann auch so ein Papier einkleben. Das ist von unserer kleinen Bastelstube. Eins von ihren Papieren. Auch wunderbar. Kann man super verwenden für solche Alben. Hat eine gute Dicke, hat eine gute Stärke. Ganz wunderbar. Auch das kann man super in so ein Album einarbeiten. Das ist die zweite Variante. Dann habe ich mich mal ausprobiert in diesem Papier. Das ist auch von Stampin' Up. Und da habe ich das auch so gemacht. Da habe ich in diese Einlage habe ich in einem Hummelgelb gewählt. Und da habe ich die Ecken auch abgerundet. Ich finde, das passt stimmig sehr, sehr gut zusammen. Und auch hier kann man super das drum wickeln. Hier habe ich den Einband mal in Weiß gewählt. Wobei bei Weiß wäre ich vorsichtig, bei solchen Designerpapieren geht es, wenn es jetzt in so ein Muster geht, was sehr extrem stark ist, dann sieht man das da durch. Also da wäre ich vorsichtig. Aber hier bei solchen Designerpapieren ist das super. Dann habe ich noch eins. Und zwar habe ich da ein Papier gewählt in dieser Art. Für alle, die so Scrapbook-mäßig unterwegs sind, passt das auch super. Da könnte man natürlich jetzt die Innenseiten auch abrunden. Ich habe es so gelassen. Da kann man jetzt auch die Albenseiten hier, ne? Diese Klappseiten, die kann man auch noch mal individuell gestalten. Gerade für so Scrapbook-Liebhaber, da kann man noch Ecken dran machen, wo man das reinstecken kann und bla bla bla. Also das, ach, die Grenzen sind wieder so offen für so viele verschiedene Varianten. Da probiert euch einfach mal aus. Hier, ihr seht, hier habe ich zum Beispiel auch keine Ecken dran gemacht. Hier habe ich wieder welche dran gemacht. Da kann man sich wirklich auslassen, so wie man es für sich halt schön findet. Und einen habe ich noch. Und zwar ein wunderschönes Babyalbum. Da seht ihr, wie toll man auch so ein Babyalbum gestalten kann. Auch ganz wunderschön Designerpapier. Ich meine, das war auch von Kreativdepot. Aber da müsst ihr mal gucken. Es gibt ja so viele tolle Anbieter mit so tollen, vielen Ideen. Hier bei dem hier habe ich ja ein Grün gemacht, ne? Finde, passt super schön zu diesem, ich sage mal, Vanilleton, so dieses, oh, ich finde das so toll. Das Papier habe ich übrigens von Craftelier. Das ist eine spanische Seite. Da dauert der Versand ein bisschen länger, aber ganz ehrlich, ihr werdet nicht enttäuscht. Ihr werdet wirklich belohnt mit diesen wunderschönen Papieren. Nur noch mal nebenbei gesagt. Ja, das war eine Idee zu meinem 200. Video. Ich hole es noch mal vor, das, was wir eben gebastelt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken. Ich hoffe, ihr hattet Lust oder habt Lust, jetzt es nachzubasteln. Probiert es doch einfach mal aus. Es ist nicht schwer und ihr werdet wirklich Freude bereiten, wenn ihr so ein selbstgemachtes Album verschenkt. Ich finde so ein selbstgemachtes Geschenk doch viel schöner als was ganz Teures gekauftes, was dann eh in der Ecke landet. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zugucken, bis zum Schluss zu gucken. Habt alle noch einen schönen Tag, kommt gut durch diese verschneite Zeit. Passt alle auf euch auf, wenn ihr nicht unbedingt mit dem Auto raus müsst. Es ist ja wirklich gerade Schneechaos draußen. Bleibt einfach zu Hause. Im Prinzip ist der Lockdown gerade super für die, die nicht los müssen, ne?
Ansonsten, wenn ihr los müsst, wenn ihr arbeitet, passt bitte auf euch auf, dass euch nichts passiert. Das ist nicht zu unterschätzen. Ihr Lieben, bleibt mir alle schön gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüss, sagt eure Claudia aus Heiligenstadt.